Guten Tag. Hört ihr die Musik im Hintergrund? Ist sie nicht wunderschön? Ich tanze gerade für euch ein trauriges Lied. Das Lied der Andes Industry Zone zu den Supergrounds. Wenn wir hier lang gefahren, wäre alles viel schneller gegangen. Aber wir fahren jetzt hier lang. Okay. Haben wir eine vergleichsweise erholsame Fahrt erstmal. Hoffe ich doch. Wir können feststellen, eine Stunde Fahrt und das Schlimmste, was wir gemacht haben, ist einmal zu viel nach links geblinkt. Oder zu lange nach links geblinkt. Zu früh den Blinker gesetzt. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Aber wenn wir sonst keine Probleme haben. Angst, dass hinter so einem Baum so ein lila LKW wieder steht, wo wir vorfahren. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Na, blinken brauchen wir nicht. Du kriegst uns rote Minuspunkte, weil du links abbiegst. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Ja, Urlaub wäre schön. Ich doch ab zum Meer. Bloß nicht in die Berge. Mit meinem Brett vorm Kopf. Oh, ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Nächste Halt, Schienenlegerstraße. Ja, sehr schön. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Sieh auf zur Patrick-Lindner-Gasse. Puh. Also für euch sind erst 5 Minuten vergangen, für mich schon über 1 Stunde. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Leicht unkonzentriert, Entschuldigung. Absolut nicht. Danke sehr. Thank you.
ein Tag, dann habe ich endlich frei. Oh. Klar. Was? Ach so, hier. Was? Ach, Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Oh, das war so ein schöner Tag im Schwimmbad. Genau pünktlich. Achtung. Was kommt als nächstes? Warum sind die hier eigentlich am Blinken? Die hatten wir doch schon, ne? Aber das sollte uns jetzt ja nicht aufhalten können. Wir machen weiter. War das ein Geist? Ja, Schätzchen, das war ein Geist. Kreuzgasse. Direkt von Seitenbacher, Mann. Ausgewählt. Also was auffällt, wenn man über eine Stunde spielt, am Stück, fängt es an zu ruckeln. Das lag nicht an dem Hauptbahnhof. Da kann ich den Speicher einfach nicht löschen oder so. Ach, verdammt! Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Hallo. Was? Ach so, hier. Na klar. Was irritiert mich schon die ganze Zeit? Habe ich ihn schon gezeigt? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Wo hab ich denn... Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Nach der Folge? Winter der Leidenschaft ist so eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird je wieder zurückkommen? Dann werde ich, glaube ich, einfach mal... Halbstunde Sport machen oder so. Einfach nicht mal dehnen. Denn so langsam merke ich, dass ich hibbelig werde. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Parken! Sie haben meine Fahrkarte so. Schon gesehen. Aus Gründen der Logik habe ich Ihre Karte schon gesehen. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hey. Hallo. Aber was ist mit den restlichen? Hier bitte. Augenblick. Wo hab ich denn... Ah, hier, bitte. Noch ein Tag, dann habe ich endlich frei. Wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr mal in Dawn of Man reingeschaut? Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen.
neue Let's Play. Das Spiel mag ich. Danke, dass wir gefunden sind. Ich weiß natürlich nicht, wann du das Video anschaust. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das gerade sage, ist das ein ganz neues Let's Play. So. Das ist der richtige Bus. Ich will nicht in Port Amber festhängen. Nicht schon wieder. Was? Nein, so. Port Amber ist hier, durch. Also wir halten für die Zukunft fest, maximal eine halbe Stunde Strecken, wenn wir größere Strecken bauen. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. So. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Hier, bitte. Hier, bitte. Klar. Flusspromenade. Ich bin froh, wenn wir gleich wieder hier raus sind. Oh, da oben Siegwalden und so mag ich zwar auch nicht so gerne. Ich mag am liebsten den Astra Park. Ach ja. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist meine Katze. Sie heißt Mounty. Janowitschbrücke. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Das, mein liebes Kind, ist Bigfoot. Und er kommt dich holen. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar! Absolut. Yeah, absolut pünktlich. Gerne. Kommt doch rein, meine Freunde. Na klar. Klar. Ich habe ihn mal... Habe ich Ihnen schon gezeigt. Mir ist heute nicht nach Arbeit. Ah, mir ist heute auch nicht nach Arbeit, deswegen dachte ich, ich fahre mal 2 Stunden am Stück Busse. Ich weiß nicht, wann ich auf diese scheiß Idee gekommen bin. Und wieso?
aber ich hab's mal gemacht. Hier wieder besonders aufpassen. Stopp. Nee, okay, das ist nicht die Einbahnstraße. Zunächst rechts. Steckt irgendwer ein? Oh, eine nette Frau mit roten Haaren. Hallo, Mädchen. Oh, seid ihr Geschwister? Hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Natürlich haben sie eine Fahrkarte. Hier. Bitte. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Also bis jetzt nur Männer. Also es hat ja noch keine Rothaarige, keine Fahrkarte. Und es hat auch noch kein Rollstuhlfahrer, keine Fahrkarte. Das heißt also, nicht nur Rothaarige sind besser als Menschen, sondern Rollstuhlfahrer sind auch besser als Menschen. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Knallhartes Cyborg-Man. Denn die machen keine Fehler. Robi-Roboter ist so allein. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Das bin ich am Singen. Es tut mir sehr leid. Dass du dafür nichts übrig hast. Na klar, hier, bitte. Klar. Was? Ach so, hier. Ich hätte nicht gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Was bleibt denn bei der grünen Ampel stehen? Also, ehrlich. Boah, regt mich das auf. Abbrechen, Fahrt abbrechen, neu starten. Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Boah, also das war ja jetzt wohl asozial. Bei grün einfach... Boah. Ehrlich gesagt, ist ein bisschen was angesickt. Ein ganz kleines bisschen merkt man, ne? Merkt man gar nicht. Hi. Ach, wer schon so offensiv Hi sagt. Augenblick. Da. Hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte. Na klar. Hier, bitte. Hier, bitte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Wo bin ich gerade angesehen? Nein. Entschuldigung, können Sie mich rauslassen? Jetzt so ein Moment, wo ich sagen würde, Escape und weg. Kein Bock mehr. Boah. Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ja, Busfahren macht total Spaß gerade, Junge. Nicht. Aber
Können wir mal gucken. Das Schwarzfahrgebühr haben wir das Geld schon längst da. Oh, 17.000. Wir generieren gerade ja richtig hier Kohle. Also natürlich generieren wir gerade richtig Kohle. Sehr pünktlich, danke. Oh, was geht denn hier so? Wir holen Stefan ab und dann fahren wir zum Konzert im alten Sägewerk. Wir sind am alten Sägewerk. Hier, bitte. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob der Typ, der Angst hatte, in Port Ember zu landen. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. In Port Ember gelandet ist hinterher. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Oh, hier die Ecke mag ich, glaube ich, auch nicht so gerne. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Ich will nicht in Port Ember festhängen. Schon wieder. Klar. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Was? Ach, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, das haben Sie. Ich erflehe Ihre Verzeihung. Genau, pünktlich. Danke, dass... Gerne, ich bin gerne so pünktlich. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Mountie. Was? Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Wer so locker sagt, oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben, dann 120 Euro bezahlt, ne? Und ich weiß ganz genau, dass der ein Lügner ist. Hast du gestern... Stell dich mal vor, wir müssen uns mit drei krassen Kollegen die 120 Euro eintreiben. Die sind dann alle von irgendeinem, von einem knallharten Inkasso-Unternehmen. Von Wosnitzer. Von Wosnitzer sind die. Sie heißt Mountie. So, der Bus hinter uns. Einfach viel, viel schneller. Jetzt bald haben wir es auch geschafft. Also wir haben tatsächlich echt nur noch den Granite Park, also hier den Astra Park und den Sugar Grounds wieder zurück und dann sind wir durch.
So langsam fällt mir eine Last vom Herzen. Das könnt ihr euch nicht glauben. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Boah. Lass ich mal hier reingucken. Könnt ihr euch vorstellen, dass wir das alles abgefahren haben? Hier das alles. Ganzen Scheiß. Sowas gibt es später nochmal für Kerstadt, aber dann machen wir echt noch hier unten den Bereich. Sorry. Na klar, gib ihr, bitte. Hier. Oh nein, das heißt, alle, die jetzt gerade vorgefahren sind, werden uns gleich vom Astra Park nerven. Vor dieser Einfahrt. Der gehört bis Vorfahrt. Zum Glück ist bald Sonntag. So, und hier vorne am Media Center würde ich sagen, machen wir jetzt gleich mal eine kurze Pause. Und dann machen wir in der nächsten Folge den Rest fertig. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Wow. Danke. Wow, ja. Fastest, wa? Ich hab gedacht, das wäre Müll. Wo hab ich denn... Ah, hier bitte. Das ist der Gwenners Platz, von dem ich vor ewigen Folgen mal gesprochen habe. Aber da machen wir dann, wie gesagt, nochmal Pause kurz. Das ist gerade so in meinem Element. Wo ich immer noch angefischt bin, dass dieses echt... dieses Scheißauto da gerade nicht abgebogen ist. Also, was soll das? Warum halte ich denn in einer grünen Ampel an? Wieso kriege ich die Strafe? Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Wie kommt's? Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit... Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Absolut pünktlich. Danke sehr. So, bitteschön. Wir machen hier eine kurze Pause. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Bus-Simulator 18. Tschüss.